Willkommen auf der Saatox, heute mit dem zweiten und letzten Volume von Princess Principal. Hab ich sehr erwartet jetzt. Ist jetzt auch endlich rausgekommen. Eigentlich ist es schon letzte Woche rausgekommen, aber bei dem Laden meines Vertrauens musste es leider erst bestellt werden, weil einige Sachen momentan nicht geliefert werden, also nicht automatisch geliefert werden, sondern erst auf Nachfrage hin. Viele Sachen sind zum Beispiel auch Just Because, diese eine Seite, die ich mir eigentlich holen wollte, ist einfach nicht gelistet. Deswegen, ich schiebe es jetzt mal auf die aktuelle Situation, dass da vielleicht einfach nur eine Unterbesetzung herrscht. Ja, das zweite Volume, auch wieder mit Sprachen Deutsch und Japanisch, oh Überraschung, und deutschen Untertiteln. Dann geht das Ganze 150 Minuten, hat 35 Minuten extra. Sind die Episoden 7 bis 12. Das Bildformat ist 1600 Full HD. Als Extras sind drauf ein 64-seitiges Booklet. Dann Anime Report und Picture Drama 4 bis 6. Das sind so digitale Extras. Wäre doof, wenn ich jetzt sage, ich bin schon gespannt darauf, wie es weitergeht. Ich weiß ja schon ungefähr, wie es weitergeht. Hab's ja schon gesehen. Ist schon eine ganze Weile her. Aber ich freue mich, das Ganze nochmal zu rewatchen. Und außerdem freue ich mich auf die Filme, die dann hoffentlich irgendwann mal rauskommen. Hoffentlich auch im Kino. So, dann haben wir hier gleich den Episodenguide. Also nicht den Episodenguide, sondern die Episodentitel. Dann das Booklet und da haben wir eine weinerliche Betty oder ne, Beatrice. Ach mein Gott, ich habe es momentan mit Namen. Verzeiht mir das. Betty war es, glaube ich. Sehr niedlich. So, dann. Ah ne, Quatsch, das lasse ich gleich offen. Haben wir noch das 64-seitige Booklet, was schön dick ist. Secret File, Volume 2. Dann. Episodenguide fängt es gleich mal an. Folge 8. Ansonsten mit zusammengekniffenen Augen hierher gucken, wenn ihr euch nicht spoilern wollt. Bilder verraten jetzt eigentlich nicht so viel. Deswegen mache ich das Ganze mal fix durch. Und die letzte Folge. So, und ab jetzt geht's langsamer. Und da, Beatrice, Beatrice war es. Jetzt habe ich es. Ah, das Alter. Dann haben wir noch weitere Charaktere. Ein bisschen Zeichnung von der Beatrice in ihren verschiedenen Outfits. Schieße ist auch noch mit dabei. Also 64 Seiten sind schon viel. Dann haben wir hier noch die, nennen wir es mal Nebencharaktere, wo wir die halt teilweise auch schon eine Rolle spielen. Oh, das von Nebencharakter ja sonst auch immer. Dann haben wir noch die Örtlichkeiten, Hintergrundgeschichte. Ein größeres Bild mit Beatrice und dann das Design der Autos. Und wahrscheinlich auch der Waffen und so weiter und so fort. Und auch beziehungsweise allgemein der technischen Objekte. Ich bin immer noch überrascht, da meines Wissens überraschend wenig die Serie kennen, dass ja, so ein schönes Release spendiert wird. Das finde ich halt echt geil, kann ich schon sagen. In dem Sinne, vielen Dank, Kasi. Gerne weiter so. Ich hatte letztens bei Mediamarkt eine recht teure Flip-Flappers-Box in der Hand, die möchte ich mir eigentlich auch noch holen. Das gibt es zum Beispiel auch noch nicht im Laden meines Vertrauens. Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, werde ich das zeitnah mir noch zulegen. Das ist ungefähr ähnlich dann so wie die Box hier. Ja, dann bin ich durch damit. Das Unboxing zum ersten Volume packe ich euch in die Videobeschreibung. Schaut doch gerne mal bei den ganzen anderen Links vorbei, unter anderem noch jede Menge Social Media Links. Würde mich freuen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.